For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Heute als Intro-Tierchen eine pechschwarze Natter, eine Lampropeltis getulus nigrita, schwarze kalifornische Kettennatter oder Königsnatter, sagt man auf Deutsch dazu. Also schwarze Schlangen, finde ich, haben immer einen totalen Flair. Gerade wo ich die hier hertrage, habe ich mir gerade überlegt, also ich werde auf jeden Fall demnächst mal eine Folge machen über schwarze Terrarienschlangen. Ich glaube, das ist echt eine spannende Sache oder wird bestimmt eine tolle Folge. Dürft ihr gleich mal bei den Kommentaren loslassen, oh ja, schwarze Schlangen, toll, mach eine Folge drüber. Da könnt ihr sagen, oh, schwarz ist ja langweilig, macht nichts drüber. Also ich finde schwarze Schlangen wunderhübsch. Wie gesagt, hier nordamerikanische Kettennatter, wird so circa 1,40 Meter, 1,50 Meter lang. Meiner Meinung nach wunderschönes Tier, pechschwarz. Ne? Als Baby haben die manchmal noch so klein helle Sprenkel drauf. So nach ein paar Monaten oder nach ein paar Häutungen werden sie so pechschwarz, wie die hier jetzt ist. Wie gesagt, bin ich totaler Fan davon. Ich hoffe, es geht euch genauso. Bevor die Folge losgeht, noch eine tolle Sache. Ihr kennt F10, das ist in der Terraristik der Desinfektionsmittelhersteller der Wahl. Der hat sich wirklich oder allgemein in der Heimtierbranche, Veterinärbranche, gilt F10 wirklich als die Nummer 1. Und die haben ein neues Produkt, beziehungsweise das Produkt gibt es schon seit einiger Zeit in Südafrika, wo der Hersteller herkommt. Aber es wird es jetzt demnächst in Europa, in Deutschland geben. Das ist so eine Art Wundversorgung bei Heimtieren, ne? Bei Reptilien, auch bei anderen Heimtieren. Wenn ein Tier eine Wunde hat oder eine Operation hatte oder so, dann kann man dieses Produkt bzw. diese Produkte anwenden. Letztendlich es sind 5 verschiedene Sachen, die sich allerdings in kleineren Details unterscheiden. Das ist eine Creme, die man auf die Wunden aufträgt. Das gibt es einmal mit und ohne Insektizid. Das ist mit Insektizid, das ist ohne Insektizid, um halt irgendwelche Fliegen derartiges vorzubeugen. Das Gleiche gibt es auch nochmal als Spray mit Insektizid, ohne Insektizid als Spray. Und dann gibt es das noch als eine Flüssigkeit, die man auch für Atemwegserkrankungen nehmen kann, zum Inhalieren, zum Nebenhöhlen desinfizieren. Also es geht so in die Erkältungsrichtung rein, wurde das entwickelt. Wie gesagt, die Produkte haben in Südafrika wirklich schon einen tollen Erfolg. Und wer F10 kennt, weiß, dass es wirklich was ist, wo wirklich funktioniert, wo wirkt, wo toll ist für oder eine Bereicherung ist für unser Hobby. Wir haben von F10 Muster bekommen, die darf man noch nicht verkaufen, dürfen noch nicht verkauft werden, aber die dürfen wir weitergeben. Das würden wir gern machen. Toll wäre es, wenn das an irgendwelche, sage ich jetzt mal, oder an jemand geht, der auch was damit anfangen kann, der einen Bedarf dafür hat. Also bitte nicht melden, wenn ihr einfach nur ein kostenloses Muster haben wollt, wo ihr dann daheim stehen habt und vielleicht denkt, naja, vielleicht brauche ich es mal in ein paar Jahren. Das wäre ein bisschen schade in dem Fall. Im Moment wäre toll, wenn das an irgendwelche Tierärzte, Kliniken, größere oder große Züchter gehen würde, die das ausprobieren wollen, dann würden wir euch das gerne schenken. Vielleicht auch in Verbindung mit einer Bestellung, die ihr eh macht. Ne? Wenn ihr eh Futter bestellt, Zubehör bestellt, irgendwas bestellt, wäre es praktisch, dann können wir es beilegen. Da muss man nicht extra einen Auftrag anlegen, da müssen wir nicht extra noch das Porto aus unserer Tasche bezahlen. Also das wäre eigentlich toll, wenn ihr sagt, ah, ich habe eh eine Bestellung, legt mir bitte dies, das, jenes rein, das kann ich gebrauchen. Vielleicht nicht unbedingt alle 5, sondern sagt vielleicht eher das oder eher das. Wie gesagt, ich habe so
ich glaube, pro Sorte ungefähr 10 Muster da. Die können wir dann weitergeben. Bin ich mal gespannt, wer sich meldet, und bin auch gespannt, wenn ihr es anwendet. Also das ist natürlich, oder das wäre toll, wenn ihr uns Feedback gebt, sei es uns direkt an M&S Reptilien oder das Feedback auch hier in der YouTube-Community posten tut. So habe ich mir das gedacht. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Wir haben wieder Reptilien-ABC aufgerufen. Wir sind schon beim N, ne? Unglaublich. Irgendwann ist ABC rum. Wir sind bei Z und was machen wir dann? Aber noch sind wir bei N. Kamen gute Beiträge von euch. Nematoden war ein interessanter Beitrag, ne? Nematoden sind so Endoparasiten, die bei Reptilien relativ oft vorkommen. Fand ich interessant. Nilwaran kam relativ oft. Ne? Wir hatten ja früher den Nils, unseren leucistischen Nilwaran. Bestimmt tolles Thema, aber ich habe keinen Nilwaran mehr zum Zeigen. Den Nils gibt es leider ja auch nicht mehr. Deswegen konnte ich auch das Thema Nilwaran nicht nehmen. Neuheiten fand ich auch gut. Neuheiten in der Terraristik. Neuheiten ist gut. Wir haben auf die F10 Treatment-Produkte hingewiesen, die es gibt. Das passt ganz gut zum Thema Envy-Neuheiten. Aber ich möchte es auch nicht als Folge machen. Letztendlich habe ich mich für Envy-Nominatform entschieden. Ne? Ich habe mich dafür entschieden, weil ich wirklich oft hört man den Begriff Nominatform oder das ist ein Nominat. Und das wird so oft falsch verwendet, dass es wirklich ein tolles Thema ist, und deswegen möchte ich es heute aufgreifen. Hier habe ich zwei hübsche Königspython, Python Regius. Was ist jetzt die Nominatform? Könnt ihr ja mal unten posten. Also postet jetzt. Schnell, schnell posten, posten. Schickt es weg. Mal gucken, wie viel es von euch falsch machen. Was ist die Nominatform? Also es gibt hier weder noch eine Nominatform. Ne? Ich habe vorher gesagt, oft wird es falsch verwendet. Oft wird der Ausdruck Nominatform verwechselt mit Klassik oder Wildtyp. Ne? Also hier in meiner linken Hand ist ein ganz normaler Klassik-Königspython oder ein wildfarbener Königspython oder auch der Ausdruck. Also wir schreiben oft normal, schreiben wir auf die Box hin oder auf das Terrarium hin normal. Vielleicht noch ein blöder Ausdruck, aber das ist die normale Farbe. Das hier ist ein Albino, aber das Ganze hat nichts mit Nominatform zu tun. Python Regius gibt es in dem Sinne keine Nominatform, weil Python Regius ist die Art, eine alleinige Art. Und deswegen gibt es bei Python Regius in dem Sinne zumindest bis jetzt, ne, das mag sich vielleicht noch ändern, wenn man bei Python Regius neue Unterarten finden würde in neuen Biotopen, dann gäbe es verschiedene Unterarten, dann würde sich das vielleicht ändern. Aber bis jetzt gibt es in dem Sinne keine Nominalform, weil es gibt bloß Python Regius und das sind sie alle, egal welche Farbe das sie haben. Jetzt kommen wir hier zum nächsten Beispiel. Ich habe hier zweimal Boa Constrictor in meiner rechten Hand. Wenn man Schwänzchen daran erkennt, man es meistens ganz gut. Das ist hier Boa Constrictor Constrictor aus Guyana. Und das hier in meiner linken Hand ist eine Imperator aus Mittelamerika, ne, so eine Nicaragua-Honduras-Imperator-Boa. Wenn ihr wollt, könnt ihr wieder unten reinposten in die Kommentare, was ist die Nominatform? Diese, keine von beiden. In dem Fall ist es hier, diese Boa Constrictor Constrictor ist die Nominatform. Wieso ist die Nominatform? Zum einen, weil sie Constrictor Constrictor heißt und weil die hier Boa Constrictor Imperator heißt. Nominatform ist immer die, oder fangen wir noch ein Stück weiter vorne an, irgendwann vor 200 Jahren ist ein Herpetologe oder ein Biologe oder ein Wissenschaftler nach Südamerika gefahren, mit dem Schiff rübergeschippert, hat eine Boa entdeckt
Ich weiß nicht, wer es in dem Fall war. Wer hat Constrictor beschrieben? Hätte ich vorher nachgucken können. Dann wäre es noch besser. Dann wüsste man, wie der Wissenschaftler heißt. Egal, wir können es. Das können wir nachher noch diskutieren bei den Kommentaren. Also der Wissenschaftler hat eine Schlange entdeckt, die sah so aus wie diese, hat gesagt, jawohl, die nenne ich Boa Constrictor. Und dann hatte die ihren Namen. Dann hat einige Zeit später irgendein Wissenschaftler, vielleicht, nee, Kolumbus war es sicher nicht, der war kein Wissenschaftler, aber irgendeiner ist nach Mittelamerika gefahren und hat auch eine Boa entdeckt und hat gesagt, oh Mann, die sieht ja ähnlich aus wie die, wo der eine vor einigen Jahrzehnten gefunden hat. Sieht so ähnlich aus, aber nicht genau gleich. Also ist das auch eine Boa Constrictor, aber nicht die gleiche, sondern eine andere Unterart. Deswegen nennen wir diese Unterart Boa Constrictor Imperator. Und die zuerst entdeckte, die hier, diese aus Guyana, die heißt dann Boa Constrictor Constrictor. Dann wird dieser Artname Constrictor auch als Unterartname verwendet und das ist immer die erst beschriebene. Was man auch noch dazu sagen kann oder muss, die wo, wenn das Ganze, das nennt man dann Typusexemplar, dieses Typusexemplar, also der Wissenschaftler hier in Guyana, der hat das Tier mitgenommen, hat es leider abgetötet, hat es irgendwo in Spiritus gelegt und dann kommt es. Liegt das Tier in Spiritus in irgendeiner international renommierten Sammlung oder wissenschaftlichen Einrichtung. Bei uns in Deutschland das Museum König in Bonn ist da ganz renommiert. Da liegen tausende Tiere in Spiritus als Typusexemplar und dann kann man immer sagen, okay, das war die erste Boa Constrictor, die gefunden wurde. Die wurde 1800 irgendwas gefunden in Guyana. Und deswegen ist die allererst entdeckte Boa Unterart. Und deswegen heißt sie oder muss sie Constrictor Constrictor heißen. Und alle anderen, zum Beispiel die hier, Boa Constrictor Imperator oder Boa Constrictor Sabugae oder Boa Constrictor Ortoni und was es alles gibt, heißen dann irgendwie anders, ne? Also. In unserem Fall des Königspythons, wenn jetzt irgendwann, was ich vorher angesprochen habe, wenn irgendwo jemand vielleicht irgendwo oben im Senegal zum Beispiel eine Königspython oder in der Natur Königspythons entdeckt, die sehen so ähnlich aus, aber sehen doch nicht gleich aus wie die aus Ghana, Togo, Benin, dann sagt er sich, okay, dieser Python Regius, den müssen wir jetzt neu taufen. Der heißt dann Python Regius. Also wenn ein Ich entdeckt, dann nenne ich ihn, was weiß ich, dann nenne ich ihn nach meiner Frau Stellus oder sowas oder Stella Python Regius Stellaismus irgendwie was. Und die Python Regius, die wir seit Jahrzehnten, Jahrhunderten kennen, die würden dann Python Regius Regius heißen, ne? Und dann wären sie die Nominatform. Die wissenschaftlich ganz Bewanderten unter euch werden jetzt sagen, ja, aber Stefan, stimmt ja gar nicht mehr. Boa Constrictor hat man jetzt ja, oder beziehungsweise Imperator hat man jetzt ja als Artstatus erklärt. Liebe totalen Insider, das lassen wir jetzt weg, weil das würde noch mehr verwirren. Ne? Also ich weiß, es gibt nur noch Boa Imperator und es gibt Boa Constrictor als zwei eigene Arten. Aber das Beispiel Boa Constrictor ist so ein gutes, geläufiges Beispiel und ich fand es zum Erklären perfekt. Deswegen berufen wir uns noch auf die alte Systematik, wo es noch Konstriktor, Konstriktor und Konstriktor Imperator gab. Ne? Also dieser Part jetzt nur für die totalen Insider. Da hat sich wissenschaftlich was geändert im Status von Art und Unterart, aber das wollen wir jetzt mal nicht berücksichtigen. Hintergrund, was man damit erreichen will, es gibt ja eine wissenschaftliche Stelle, die diese Begriffe regelt. Ne? Da haben wir schon mal beim Namen Procameros reticulatus, da sind wir schon mal drauf eingegangen. Der Hintergrund ist,
Man will einfach eine klare Linie haben, ne? Und das ist auch ganz wichtig so in der Natur, in der Wissenschaft, ne? Also wenn irgendwann eine Art mit dem und dem Namen bestimmt wurde, dann will man nicht, dass irgendwann ein Wechsel kommt und man sagt, ach nee, da heißt sie jetzt anders und dann heißt sie jetzt so. Man will damit eine klare Linie reinbringen, ne? Und Grundlage dieser klaren Linie ist zum Beispiel auch eben diese Nominatform, dass man sagt, das erste Typusexemplar einer neuen Art wird beim Auftauchen einer Unterart oder behält diesen Namen in Doppelung. Ne? Das ist der Hintergrund, dass man da immer eine klare Linie drin hat. Und selbst wenn sich Sachen ändern oder es werden dann wieder Sachen revidiert oder es werden Unterarten wieder rausgenommen aus der Gruppe, aber trotzdem hat man diese klare Linie und die macht auch Sinn. Umso mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr merkt man, dass das Sinn macht. Deswegen wollte ich euch das heute erklären. Ich hoffe, es hat jetzt jeder verstanden. Also bitte in Zukunft nimmer den normalfarbenen Königspython als Nominat bezeichnen oder irgendeine Terrarienboa sagen, das ist eine Nominatboa, bloß weil sie die ganz normale Farbe hat. Hat mit der Farbe 0, nichts zu tun. Eine reine wissenschaftliche Geschichte. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte es euch gut erklären. Bleibt mir treu und checkt die Namen.